darf ich vorstellen, meine beste Freundin, Laura. Und wir sind der gleichen Meinung, ohne Frieden gibt es kein Leben. Oder? Und die Laura kommt aus Brasilien. Und in Brasilien ist es eigentlich Alltag, dass man nur... Was hat man nur zum Essen? Ja, genau. Kokos, Milch und Brot. Genau. Wir sind... Und schöne Frauen, okay? Ja, und schöne Frauen natürlich, ja. Und ich wollte sagen, es ist wirklich diskriminierend, was gerade zum Beispiel in Syrien abgeht, ja. Es werden Kinder umgebracht, es werden Mütter umgebracht, es werden Eltern umgebracht, die einfach für die Zukunft sorgen, die das Leben aufbauen für die Kinder. Und wir haben uns einfach entschlossen zu sagen, ohne Frieden gibt es kein Leben. Und für uns liegt es sehr am Herzen. Ich zum Beispiel komme aus Tschetschenien, aus Russland. Und ich bin damit aufgewachsen, dass... Ja, das nehmen uns Kinder und in meiner Klasse wurden zum Beispiel Mädchen vergewaltigt und saßen in der Früh da und hatten blaue Flecken. Wir saßen in einem Klassenzimmer, es wurden im Kohlstall zum Beispiel Kinder, Frauen und Väter verbrannt und wir mussten unsere Decke verstecken, um die Schreie von den Menschen nicht zu hören. Und ich möchte einfach sagen, es ist echt wichtig und ich danke Ihnen auch, dass Sie heute dafür da sind, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass die Menschenrechte im Mittelpunkt stehen. Und wer bei Menschenrechte spart, der spart im falschen Punkt. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir vor einem Parlament stehen, weil ich davon ausgehe, dass das Parlament sehr viel Geld hat und dass wir auch dieses Geld in den Bereichen investieren können, wo wir es ganz wichtig haben, wo es mit unserer Zukunft zu tun hat, wo es mit unserem Leben zu tun hat, wo es damit zu tun hat, was uns ausmacht. Und wir sind Menschen und wir verbinden uns auch durch die Liebe. Wir reden die ganze Zeit von Nächstenliebe, wir reden vom Koran, wir reden vom Tora, aber was davon vertreten wir? Was davon bleibt uns übrig? Und woran sollen wir glauben, wenn es so weitergeht? Ich finde es wichtig, dass wir einfach als Menschen sagen, das, was uns verbindet, soll uns auch ausmachen. Was uns ausmacht, ist einfach das, wo wir heute wir da sind. Wir sind alle gleich. Thank you.